Ja, ich muss das einfach nochmal betonen. Also vielen Dank an die Gemeinde hier. 5 Euro für den Stellplatz inklusive Strom und Wasser und Abwasser, das ist toll. Und es war eine super ruhige Nacht hier. Wobei ich glaube, in der Saison ist das brechend voll. Ja, Planänderung. Jetzt wollte ich eigentlich nach Ditzum, aber kann ich jetzt nicht, weil ich bei Kleinanzeigen was entdeckt habe, was mich auf meinen Wohnmobiltouren vielleicht gut begleiten kann. Müsst ihr nachher mal schauen, was ich da so gefunden habe. Ja, und das ist der Grund, warum ich soeben nach Bad Zwischenahn gefahren bin. Jetzt stehe ich hier in Bad Zwischenahn, Verlegung geplant, und werde jetzt wieder mal den Stellplatz hier vor Ort anschauen. Bin mir nicht sicher, ich befürchte, der ist ziemlich voll und eigentlich ist das nicht meine Welt, aber ich probiere es trotzdem mal, sind nur 2 Kilometer. Das ist echt nicht meins. Aktuell Spritpreisen, dann wäre das vielleicht wirklich eine Alternative, mit 40 Sachen hinter so einem Trecker hinterher zu fahren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so geil finde jetzt. Dann wenigstens mal vielleicht einen kurzen Test mit dem neuen Fahrrad hier in Westerstede. Ich bin gespannt. Oh, was sehe ich scheiße aus mit Helm. Landschaftsfenster Rhododendron. Rhododendron über mir. Wie cool. Eine Draisinenstrecke. Das steht aber auch noch mal auf meiner Lebensliste hier. So, jetzt aber schnell ins Wohnmobil. Die meisten schlafen hier noch und das nutze ich jetzt einfach mal, um vorab zu bezahlen, weil ich will nicht mehr so furchtbar lange bleiben. Gucken wir mal. Hier direkt am Stellplatz ist übrigens auch ein griechisches Restaurant. Da vorne Rezeption und da hinten, für die, die es brauchen, Waschmaschinen und Trockner. Eigentlich wollte ich ja ins Meer fahren. Aber das wird auch wieder nichts, weil ich morgen schon in Gütersloh sein muss. Das lohnt einfach nicht. Und deswegen fahre ich jetzt schon ein Stückchen in die Richtung von Westfalen, sprich Gütersloh. Ja, halten werde ich mal in Großen Kneten. Da wollte ich immer schon mal hin. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht die Heimatstadt von Trio? Da, da, da. Ja, und auch der göttliche Beistand ist nicht weit weg. Gucken wir mal, wie es morgen früh auf dem Sonntag mit den Glockenläuten hier wird. Ja, da ist der Name wohl Programm. Wobei, auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt hier blamiere. Erstmal sind das doch Eichen. Ja, da hinten sehe ich vereinzelte Buchen, aber hier jetzt? Das sind doch Eichen. Keine Buchen. Warum heißt das dann Buchenallee? Okay, und hier haben wir jetzt auch die Buchen. Ja, und da liegt leider eine große hier. Und das ist dann auch wohl Beginn der Buchenallee hier. Da erschließt sich auch der Name. Ich habe schon ganz lange gar keinen Baum mehr umarmt. Muss ich unbedingt mal nachholen.
Mit einem Blick auf Großenkneten und dem dortigen Stellplatz ist es leider schon wieder an der Zeit, sich zu verabschieden. Ich musste am nächsten Tag schon wieder Richtung Gütersloh fahren, hatte dort einiges zu erledigen und habe von daher hier vorab erst einmal meine Tour beendet.